Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Ich bin in der Raumfahrthalle des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt auf der ILA 2010. Und wie Sie sehen können, sind zwei Herren neben mir, Carsten Preusche vom Robotik- und Mechatronikzentrum und Justin, der Weltraumroboter. Und Sie können jetzt mal raten, wer welcher ist. Herr Preusche, Justin sieht schon sehr elaboriert aus, welche Bewegung er hier macht. Wofür ist er gedacht? Ja, er ist der Prototyp eines Service-Roboters für den Weltraum, aber auch für die Erde. Man kann alle möglichen Manipulationen damit machen. Im Weltraum denken wir natürlich vor allem an On-Orbit-Servicing, das heißt die Reparatur oder Wartung von Satelliten im Orbit. Es sieht sehr freundlich aus, Justin, auch wenn er eigentlich vielleicht im fernen Weltraum seinen Dienst tun will. Aber ich glaube, das wirklich Spannende sind die Gelenke und die Bewegung, die Justin drauf hat. Ganz genau. Er hat insgesamt 49 Gelenke. Der ganze Oberkörper im Kopf, in den Händen und in den Armen, wiegt dabei nur 45 Kilogramm, ist also deutlich leichter als Astronauten beispielsweise. Und er ist ausgestattet mit Drehmomentsensoren und Kraftsensoren. Das heißt, er fühlt, er spürt das, was er mit der Umgebung macht und was die Umgebung mit ihm macht. Jetzt sehen wir hier Justins Oberkörper sozusagen. Wie wird er denn da hinkommen, wo er seine Arbeit verrichtet, auf der Erde oder im Weltall? Ja, im Weltraum braucht er natürlich keine Füße. Da reicht es, wenn wir ihn so, wie er ist, auf einen Satelliten beispielsweise schrauben. Auf der Erde haben wir schon eine mobile Plattform oder werden Füße noch entwickeln. Ist Justin denn jetzt ein autonomes Gerät, ein autonomer Roboter oder wird er ferngesteuert? In der Anwendung im Weltraum wird er ferngesteuert von meinem Kollegen, der dort drüben sitzt, mit der sogenannten Telepräsenz. Das heißt, mein Kollege sieht exakt das, was Justin mit seinen zwei Augen sieht und spürt das, was Justin mit seinen Händen und Fingern spürt. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sind da einfach Kameras eingebaut bei Justin, die Bilder werden übertragen und in den Händen und Armen sind Sensoren und die vermitteln dann ihrem Kollegen in seinem Anzug, wie stark da gerade gedrückt wird oder wie irgendwas bewegt wird. Ganz genau. Also einmal das dreidimensionale Bild über die Augen, damit er sieht, was er tut, aber eben auch die Kraft. Das heißt, wenn er eine Schraube beispielsweise anzieht, spürt er, wenn sie fest ist. Gibt es denn da, wenn Justin im Weltall ist, nicht unglaubliche Verzögerungen? Ja, wir müssen mit Verzögerungszeiten im erdnahen Orbit von bis zu 600, 700 Millisekunden rechnen. Wir haben das aber schon probiert mit einem sehr ähnlichen System und es funktioniert. Jetzt würde ich gerne fragen, wie lange dauert es, bis man die Steuerung beherrscht? Aber ich frage noch lieber, kann ich das vielleicht mal ausprobieren, damit ich auch weiß, wie sich das anfühlt? Ja, das Thema Telepräsenz, wir können auch darüber gehen, wenn das funktioniert. Dann ist eben so, dass wir versuchen, möglichst intuitiv die Sachen auf dem Bediener zu haben, dass wir einen untrainierten Bediener mit dem System betrauen können. Weil wir brauchen eigentlich den Experten, der den Satelliten reparieren kann und nicht den Robotics-Experten, der das System bedient. Insofern sollte es ganz intuitiv funktionieren, aber Sie können es gerne ausprobieren. Satelliten reparieren lerne ich später, aber dann probiere ich mal, wie gut ich mit der Steuerung klarkomme. Okay. Also ich bin jetzt tatsächlich in Justin drin, ich gucke durch seine Augen, bin verkabelt und kann auch den Arm bewegen. An die Fingersteuerung habe ich mich noch nicht herangetraut, aber Hände schütteln, ich glaube, das sollte ich schon mal üben. Ja, das klappt doch gleich beim ersten Mal. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach. Jetzt muss ich tatsächlich nur noch lernen, wie man Satelliten repariert. Mein Traumjob ist ab heute Justin Operator beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich kann auch schon schauen. Hallo, da bin ich. Und jetzt werde ich auch noch mal versuchen, auf Wiedersehen zu sagen, mit so einem ganz edlen Winker, wie ihn vielleicht die Queen hinkriegen würde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der DLR Webcast.